immer eine Handvoll Alkohol im Kopf, was? Also Jupp. irgendwie sowas suchst du aus. Prost. So. Ah, oh, das ist ein Auto, wie ich es mag hier. Sprit reicht, war eben für 300 € tanken. Hättest du was gesagt, wäre ich kurz mit meinem vorbeigekommen, hättest du dann 340 draus gemacht oder so. Ja, 350, dann wäre ich auch mit meinem vorbeigekommen. Nee, das fällt auf. Wenn du Diesel tankst, kommt, glaube ich, nicht so gut. Nee, ich tanke kein Diesel. Ja, deswegen. Ja, Wir hätten dein schade. Auto natürlich mit der Folientüte auslegen können, als Sprittank für meins nehmen. Das hätte klappen können. Ja, das erinnert mich an an diverse Bilder, die ich gesehen habe von den amerikanischen. Oh, der Sprit wird teuer, der Sprit wird knapp. Naja, dann fahre ich halt mit einem Pickup und pack hinten in den Pickup den ganzen Sprit rein. Das sind schon mal 200, 300 Liter. Und jetzt fahre ich um die Kurve und das ganze Zeug geht in die Natur. Wo ich mir auch Für dachte. meine Zuschauer, denkt nochmal an diese wunderschöne Hupe. Während ich das sage, fahre ich mal in das wunderschöne Wasser. Das ist das falsche Dieses Wasser. Auto, wie war denn das? Achso, das war der mit der, ja genau. Das war der mit diesem krassen Scheibenwischer. Sieh an, als nächstes brauchen wir mittelgroße Stämme. Übrigens, Bigby, hast du zum LS, den gibt's hier auf der Map, hast du zu LS22 das Video gesehen, unter anderem mit den Sound-Geschichten? Die machen ja sogar lastabhängige Sounds in Zukunft rein. Also auch da passiert richtig viel im nächsten Das ist nice. Evolutionsschritt. Die legen also ganz viel. Du hörst das Schalten, du hörst, wenn Last hinten dran hängt und und. Also die bauen in der Richtung richtig einen neuen Standard auf. Bin ich mal gespannt, ob das alles so funktioniert. Ich mag die Hupe. Der Sprit ist übrigens unterwegs zu dir, ne? Ich Falls weiß, ich du. weiß, ich weiß. Ich habe mir nur gedacht, ich springe dann spontan mal ganz kurz nochmal in die Garage rein und schaue mir das nächste Fahrzeug an. Liegt hier noch ein Fahrzeug von dir oder ist es nur irgendwie so ein, ach nee, so ein abgesägter Baum? Ich lasse doch keine Fahrzeuge irgendwo stehen. Was für einer? Der sieht ja auch cool aus. Was war denn das denn für einer? Der so flach war. Das war der andere Azov. Okay, der sah ja auch Es lustig gibt aus. ja zwei Azovs. Den einen, den du fährst. Ja, Ja. gut, es gibt drei. Dann gibt es den 73 210. Den hier, der sieht ja, der weiß-orange. Genau, das ist Der? der, der eine Okay. Dreier-Ladefläche haben kann. Ah, das ist der, okay, weil der sieht so unheimlich tief aus. Ist er auch, also der ist super tief. Was auf diesen Maps immer gut ist. Der Panzer. So. Ey. Dieser Flummi von LKW hier, der hüpft hin und her, das ist der Wahnsinn. Auch der hat nur eine Frontauflieferung. Ich habe doch irgendwo einen LKW gefunden, der hatte auch direkt für mittlere Stämme Zeug drauf. Welcher war das? Ich habe einen LKW gefunden, der war schon vorbereitet. Ja. Welcher von meinen 127 Fahrzeugen war das? Gut, habe ich ihn dabei. Ja, auf welcher Map steht der eigentlich? Da ist er. Also. Stammtransporter Kofferbau, der Caterpillar. Der kann das zum Beispiel. Für Der mittleres muss CT. ich wieder umrüsten, oder wie? Du kannst entweder einen Anhänger hinten dranhängen oder aber du kannst einen entsprechend ungerüstet nehmen. Das war für kurzes. Ich wusste nicht, dass bei mittlerer. Ich dachte, mittlerer. Okay. Da muss ich ihn ja nochmal umrüsten, den guten LKW. W, 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 Aber dann w. kannst du auch direkt den langen Dings wieder abgeben, also Anhänger, ja. ja. Deswegen, ich muss auf jeden Fall wieder zurückfahren, was ein bisschen doof ist, weil ich ja da unten in der. Was soll ich sagen? Ich muss erstmal hinkommen und dann wieder zurückfahren. Ja, ich bin dir schon nah. Du bist, glaube ich, auch Du im. müsstest eigentlich schon bald die Hupe hören. Ich bin ja gerade noch im Dings. Ich Das. weiß. Bist nicht aufmerksam bei deinem Fahrzeug. Ja, ich weiß. Du bist doch noch Du hast eigentlich eine meilenweit Warnweste entfernt. anzuziehen und dich hinter die Leitplanke zu Du bist auf der stellen. Parallelstraße. Ja. Ich fahre da nicht durch den Sumpf mit dem Auto. Das taucht doch da nie wieder auf. Stimmt. Vor allem, das taucht nie wieder auf. Und Hallöchen, Koto, sei gegrüßt.
Was ich gerne mal schaffen würde, wäre genug Geld haben, dass ich einen Fleetstar oder eben einen Weitwestern aufbauen kann. Aktuell muss ich mir den Fleetstar alles mit dem Hänger ziehen, weil das Ding hat keine Ladefläche. Okay, dann hilft es vielleicht doch tatsächlich, die Nebenaufgaben zu machen. Ehrlicherweise. Weil das sind die, die Geld, einfach die Butter- und Brotaufgaben für kleine Sachen Geld bekommen. Sind diese kleinen Aufgaben, also, wie heißen die hier? Ich muss da mal gucken, wie die heißen. Die Aufgaben. Das Große sind ja die Aufträge und das Kleine sind die Aufgaben. Und die sind das eigentlich, mit denen du dein Geld verdienst. Und wenn du halt auf der Map unterwegs bist und die dann zum Beispiel Fahrzeuge bekommst, kannst du die Dinger dann natürlich auch verscherbeln, wenn du das Fahrzeug nicht brauchst. Und siehe da, es spült Geld in deine Kassen. Kasse. Jupp. Ja, der hat ein vernünftiges Tankvolumen, da kann man auch mal ein bisschen Sprit verbrauchen. Ich bin am Strand, ich bleib hier. Mach das mit deinem Sprit, wie du willst. Schütz einfach ins Wasser, ich will da. Ja, das kommt schon irgendwann rüber geschwappt. Ey, dieser Kahn, ey. Also fahrtauglich ist der wirklich nicht. Dabei sieht lustig aus und eine super Hupe. Definitiv. Die Hupe ist das Geilste an dem Teil und er fährt lustig. Oh, es wird hell. Glaube ich. Fahren wir lieber ein Stückchen vor. Ich hoffe, ich bin nicht schon an dir vorbei oder so. Ich werde bald seekrank. Jetzt rechts. Okay. Perfekt, bis zu der Kreuzung hatte ich mich auch geplant. So, stellen wir die Kiste auch Komm, mal wühl dich raus. durch. Wühl dich durch. Mach's wie die großen Autos. Brumm, brumm, tütüt und los. Aber weil sie keinen Sprit haben, aber da oben großes Licht anlassen. Das sind die richtigen. Du musst mich auch finden. Vielleicht muss ich dir gleich erstmal Starthilfe geben, weil deine Bakterien alle sind. Ich bereite da schon mal was vor. Ladefläche ist halt schon sinnvoller, weil Anhänger zieht sich halt nochmal schwerer. Ja. Ich will da doch nur in den LKW. Den da. Ja, blende mich ruhig. Sieht ein bisschen aus, als fällt dein Holz gerade hinten runter. So, dann betank dir mal. Nö, das ist einfach, also. Nachtauen. Ja, aus dem Azov, genau. Ja, Genau, betank mich mal. also ich tanke aus der einzigen Quelle, die. Nein, ich kann dich nur betanken. Ich kann mich nicht aus dir betanken. Okay. Ich könnte Dann dir doch die letzten 3 Liter nachtanken. haben, 4 Liter geben, die ich habe. Kleiner Kraftstoff, du bist der nicht der Tatra, du bist der Azov. Genau. Dann habe ich dich hiermit betankt. Juhu. Rechnung wird dir zugeschickt. Ich sehe keine Rechnung. Stell So, weg. wo war mein Tütüt drumherum? Irgendwo hier unten. Genau, es ist, aber wie gesagt, so 5 bis 7 Missionen lang habe ich alles mit dem Anhänger gezogen. Ging alles. Aber war halt schon blöd. Ja, das ist Ja. definitiv blöd. Respekt, allein das zu machen, Respekt, also. Da behaupte ich mal, da hätte ich wahrscheinlich vor Verzweiflung ein wenig eskaliert. So, jetzt mal gucken, ob wir hier wieder hochkommen mit dem Ding. Ja. Ich muss ja nur bis zum Anhängershop kommen, damit ich diesen scheiß teuren Anhänger verkaufen kann. Richtig. Alles andere ist egal. Das Problem, warum ich da so drauf Wert lege, wenn ich jetzt zum Beispiel rausfliege, ist der Anhänger weg und meine Kohle auch. Ja. Weil ich halt der Klient bin. Beim Host, also beim Saat, ist es anders. Bei mir bleibt Da das bleibt Zeug das halt Zeug stehen. einfach stehen, genau. Aber da ich hier nur Gast bin, wird mit jemandem
mit jeder Verbindungsabbruch quasi alles resettet. Die Fahrzeuge landen automatisch wieder im in der Werkstatt. Das ist okay. Aber die Anhänger sind halt weg und die Kohle auch. Anhänger zu verkaufen ist relativ einfach. Du fährst einfach wieder zum Anhängershop und klickst einfach auf den Anhänger, den du da tatsächlich hast. Dann verkauft er sich. Ich fahre gerade zum Anhängershop. Ich kann dir das dann in Bälde zeigen, wenn ich hier oben angekommen bin. Ich würde mich dann nochmal rechtzeitig melden. Dann kannst du einfach mal Hashtag Eigenwerbung im Multistream oder direkt bei mir mal kurz reinschauen. Genau. Und dann würde ich das nochmal in dem Moment erklären. Dann siehst du das. Liefer und in Farbe. Vielleicht sogar auch in Bunt. So, also ich weiß, wie wir uns hier immer hochgekämpft. 9600. Ja. Das ist schon mal ein halber Anhänger. Ja. Und jetzt fährt sich die Kiste auch irgendwie leichter. Ja, das ist... Also das ist auch das, was einen, glaube ich, keiner glaubt, aber was für ein gutes Spiel letztendlich spricht. Das Fahrzeug-Fahrverhalten ist absolut anders in voll und leer. Und ja. Vielleicht fahre ich dann doch nicht zum Anhänger-Shop. Soll ich den Kran holen? Nee, du bräuchtest eigentlich nur ein Seil mitbringen. Wo bist du? Unten oder bist du ein Stück hoch? Ich bin schon fast oben. Das klang jetzt ein bisschen wie bei Phasmo bei dir. Wo bist du? Wer bist du? Wie alt bist du? Wie kalt bist du? Warum liegst du hier? Warum riechst du so komisch? Moment. Ich spring mal in ein anderes Fahrzeug. Ach ja. Das ist nämlich, glaube ich, näher dran, als wenn ich mit dem anderen zu dir fahre. Cool, das musst du auch am Phasmo denken. Bist du nicht der Einzige? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Hier, hier. Ah, wir haben eine Discord-Box. Naja, zumindest kein Ops, die überseht er immer. Spiel halt mit, wenn du sie besser siehst. Nicht, wenn ich mehr Ahnung von dem Spiel hätte, könnte ich gar nicht so schön lästern. Ja, das stimmt auch wieder. So, also vielleicht, ja, da kommt das Rettungsmobil, vermeintlich. Ja. Ich habe da nämlich schon mal was vorbereitet und rausgeholt. Er hat da was rausgeholt. Liebe Zuschauer, klebt euch bitte mit so einem gelben Post-it oder sowas links oben das Bild ab. Das hat was rausgeholt. Ich zeig das doch nicht in der Kamera. Ach so. Und immer wenn er es rausholt, da kommt Aris um die Ecke und... Ja, Ausrufezeichen Pfanne, genau das. Genau. Nachts 5.30 Uhr, übrigens im Singleplayer kann man die Zeit vorspulen, also wenn einem die Nacht zu doof ist, dreht man da einfach die Zeit wieder auf hell. Das hat auch ansonsten keine weiteren Folgen, außer dass es wieder hell ist. Im Multi geht das natürlich nicht, wäre viel zu einfach. Ne? Ja, also im Singleplayer kannst du auf die nächsten vollen 6 Stunden vorspringen. Das finde ich zum Beispiel auch noch eine ganz schöne Sache. Man kann den anderen halt wirklich, man sieht sogar, welches Fahrzeug oder Fahrzeugtyp er hat, dass er jetzt zu dusselig ist, um die Kurve zu fahren. ohne Hänger. Das lag einfach nur an der Geschwindigkeit. Genau, das ist eigentlich ganz cool, dass man wirklich also so eine sehr, sehr lebendige Map einfach hat, finde ich. Ja. Finde ich wirklich schön. Also das gefällt mir an dem Spiel sehr. Brauchen wir ja öfter, weil wir uns ja immer sehr gegenseitig helfen. Jupp. Das hat auch überhaupt nichts damit zu tun, dass wir zu doof sind, das richtig zu machen. Sondern nur mit dem gegenseitig helfen. Deswegen möchte ich das nochmal so betonen. Vorsicht, Brücke. Jupp. Das Schöne ist, ich kann auf meinem Monitor gucken, wie kommt sein Mini-Auto voran. Und wenn ich merke, es fällt von der Straße runter, kann ich es mir nochmal rechts auf dem Kontrollmonitor auf meinem Laptop angucken, wie er dann ins Dings reinfällt. Ja, Dauerwerbesendung. Müsste ich bald mal oben einblenden und ganz viel Geld von denen kassieren. Die nächste Möglichkeit, bitte links abbiegen. Und zwar jetzt, genau. Da zwischen den Leitplanken. Ab in die Schlucht. Und dann jetzt gleich wieder rechts dann unten.
dann mache ich mal wieder die Map weg, weil da müsste er nämlich gleich kommen. Ah, ich sehe schon einen Hänger da halbwegs. Ah, okay, okay, okay. Genau, du müsstest mich eigentlich nur wieder so ein bisschen da schräg hochziehen, dann müsste das eigentlich schon reichen. Ja, ich komme da mal rückwärts runter. Komm mir mal mit deinem Heck etwas näher. Ich ahne wieder, wie das endet. Ich ahne das jetzt schon. Ich will eigentlich gar nicht selber hingucken. Aber ich muss ja. Nur es ging noch nie gut. Was denn? Oh, das ist ja mit diesem scheiß Rückwärtsgepiepe. Das reicht, das reicht, das reicht. Koppel mich vorne an und zieh. Vorne oder an der Seite? Vorne. Das müsste reichen. Weil du mich so schräg rüberziehst, das müsste passen. Du darfst auch nicht loslassen. Ich habe Gas gegeben, es war noch zu zeitig. Ich muss später erst Gas geben. Ach, guck mal, hin. In liebevoller Zweisamkeit, zack, hoch. Als wäre es nichts. Oder um es mit anderen Worten zu sagen, locker easy. Easy. Oh cool, dass ich erst mit dem Leeren umgekippt bin und nicht mit dem scheiß schweren Vollen. ja, das wäre auch kacke, weil die Stämme musste einzeln wieder raufsammeln. Ach, du kranst doch gerne. Ich krane gerne, ich sammle aber ungern Stämme auf. Aber auch da gibt es dann schon auf YouTube eine interessante Stelle, wo dann, wo es bei mir so ausgesehen hat, als hättest du deine Stämme überall verteilen wollen. Das habe ich nie getan, das möchte ich abstreiten. Definitiv. Hast du auch nicht, aber sah so aus. So, ich spring mal in den anderen wieder. Hast du wahrscheinlich wieder irgendein so Double für mich spielen lassen. Irgendein so Ersatz-Ossi. So, und ich fahre jetzt zum Anhänger-Shop, wie eben angekündigt. Und dann werde ich gleich den Anhänger verkaufen. Genau, das will ich nämlich auch machen. Ja, wenn ich den Anhänger verkauft habe, kann ich den LKW zurücksetzen. Gibt mittlerweile einen Hardcore-Modus, da würde das teuer bestraft, das zurücksetzen. Da wir leider vor dem Hardcore-Modus angefangen hatten und nicht das Spiel auf Null zurücksetzen wollten, weil ja, das ja unrealistisch wäre, müssen wir leider ohne diese Option klarkommen. Ja. Habe ich das richtig erklärt? Absolut richtig. Jetzt nehme ich auch mal die wunderbare Strecke am Dings entlang. So, und im Anhängershop ist es eigentlich ganz einfach. Du gehst ganz normal in den Anhängershop und du siehst die gleichen Anhänger, nein, die du vorher auch gesehen hast. Und dann gibt es irgendwann den Punkt, da ist, ich wollte gerade mit dem Finger drauf zeigen. Da. Da ist nicht so ein Häkchen für kannst du kaufen, sondern da ist so ein Kettensymbol für kannst du hinten dranhängen. Und unten ändert sich, statt kaufen, blinkt dann plötzlich A verkaufen ein, wenn du mit Controller spielst. Oder bei der Tastatur Enter verkaufen. Und daran siehst du, dass du den richtigen hast, sonst leuchtet rot die Schrift Anhänger wurde bereits gekauft. Da drückst du einmal Enter. Dann kriegst du das Geld gut geschrieben, aber du siehst prinzipiell den Hänger noch. Weil du könntest ihn ja jetzt kaufen. Aber so wie du das Fenster schließt, ist der Pseudo-Hänger weg. Das ist das, was am Anfang auch mich verwirrt hat. Du verkaufst den Hänger, aber du siehst ihn noch und dann drückst du nochmal drauf, weil du denkst, und dann hast du ihn plötzlich wieder gekauft und das ist eigentlich der, ja, der springende Punkt. Moin, 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 moin. Ah, perfekt. Danke für die Erklärung, sagt er. Ja, gerne, 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 gerne. Im Zweifel hätte ich da notfalls einen Koloss draußen an der Werkstatt stehen, den du gerne nutzen kannst. Ich würde mir das jetzt mal angucken, was ich hier für einen Koffer auf... Nee, irgend so ein Holzaufbau braucht man ja doch jetzt, ne? Aber ich glaube, kann der den gar nicht? Ich glaube, der kann den gar nicht. Es sind tatsächlich nur eine Handvoll, noch nicht mal eine Handvoll LKW, die das Ding können. Stimmt, da muss ich jetzt mal gucken. Da will ich jetzt aber. Ne, der Antarktik ist der Knicklenker, den nehme ich nicht. Ja, jetzt könnte ich den Koloss tatsächlich nehmen. Was ist eigentlich dieser Wachturm noch angeleuchtet? Der Lone Star?